In den Hochwassergebieten ist weiter keine Entspannung in Sicht. Anhaltender Regen verschärft die Lage insbesondere für die aufgeweichten Deiche. In einigen Orten in Sachsen-Anhalt und Thüringen wurde die Schulpflicht vorerst ausgesetzt. Besonders angespannt ist die Lage nach wie vor in Teilen von Niedersachsen. In und um Oldenburg sind Helferinnen und Helfer im Dauereinsatz, um Wasser abzupumpen und Barrieren aufzustellen. Andere Bundesländer mussten Niedersachsen bereits Sandsäcke liefern, weil die eigene Reserve von 1,9 Millionen Säcken nahezu aufgebraucht ist. Schon tagsüber war gestern klar, der viele Regen sorgt nicht für Entspannung. In Langwedel im Landkreis Verden konnten Anwohner ihre Häuser nicht mehr erreichen und mussten mit dem Trecker über die überfluteten Straßen gebracht werden. Wegen des anhaltenden Regens hat das Land Niedersachsen um Hilfe bei der EU gebeten. Französische Hilfskräfte packen in den Hochwassergebieten mit an. Oldenburg im Stadtteil Böhmerstede. Auch hier ist die Hilfsbereitschaft groß. THW und Feuerwehr sichern Grundstücke an einem Seitenkanal der Hunte, die von einem Deichbruch besonders betroffen wären. Wir bedanken uns natürlich herzlich bei allen Männern und Frauen, die ihr geholfen haben und immer noch helfen. Und das ist natürlich super. Aber es geht auch langsam, glaube ich, in ihre Kapazitäten. Also sie machen das schon seit Heiligabend, dass sie gerade im Dauereinsatz sind. Der Pegel der Hunte und ihrer Nebenkanäle ist gestern Abend schnell angestiegen. Um Wohnhäuser zu schützen, hat die Feuerwehr Hochwasserbarrikaden aus riesigen Behältern aufgestellt. Die ganze Nacht über sind Einsatzkräfte mit den Schutzmaßnahmen beschäftigt. Der Starkregen ließ auch Gullis übersprudeln und überschwemmte Wohnstraßen, wie hier am Stadtrand von Oldenburg in Wiefelstedt. Das Wohngebiet steht bis zu 30 Zentimeter unter Wasser. Und Sebastian Duden ist für uns in Oldenburg. Sebastian, wie groß ist die Sorge bei Ihnen vor einer Verschärfung der Hochwasserlage? Also die Stadt wird nicht müde zu betonen, dass es im Moment noch keine akute Gefahrensituation gibt. Trotzdem versuchen natürlich die Behörden hier nichts anbrennen zu lassen. Man merkt auch, dass die Anwohner, mit denen wir hier auch immer wieder ins Gespräch kommen, dass die besorgt sind. Also wir hatten heute Morgen schon die ersten hier bei uns stehen, die sagten, Mensch, bei mir drückt das Grundwasser langsam in den Keller rein. Und das hörte man auch aus den anderen Kommunen in Niedersachsen, aus denen wir berichtet haben, zum Beispiel in Lilienthal, dass das Wasser nicht über den Deich in die Häuser gekommen ist, sondern über das Grundwasser in die Häuser und in die Straßen gedrückt ist. Und das macht die Menschen natürlich bange. Also das heißt, die haben schon einen gewissen Respekt davor, was hier noch passieren könnte. Die sehen auch die Maßnahmen, die die Behörden hier durchführen. Wir haben ja hinter uns den großen Mobildeich stehen, auf 1 Kilometer Länge hier in der Senke im Stadtteil Böhmerstede. Das sehen die Leute natürlich, bekommen das mit und machen sich so ihre Gedanken. Hier sollen ja 600 Leute sich auch noch auf eine mögliche Evakuierung einstellen, die aber, wie gesagt, noch nicht akut ist. Und wenn das Wasser dann hier reinlaufen würde, gäbe es ja auch noch eine gewisse Vorwarnphase. Das heißt, man ist hier angespannt und der Krisenstab in Oldenburg tagt, wie gesagt, gerade auch, um die Lage neu zu bewerten. Und im Moment ist noch nichts akut. Schauen wir auf die Deiche. Die müssen ja seit vielen Tagen den Wassermassen standhalten. Wie lange halten die noch durch? Was sagen da die Behörden? Die lassen das natürlich stündlich oder sogar teilweise halbstündlich kontrollieren. Also es gibt ja sozusagen Abstufungen, da wird von Puddingdeichen gesprochen. Das hatten wir zum Beispiel in Hatten, die dann wirklich sich anfühlen wie Moorboden. Mittlerweile hier in Oldenburg mag man das Wort nicht benutzen. Die Deiche sind trotzdem durchweicht. Also die sind ja nach 8 Tagen, fangen die an, dann so ein bisschen nachzugeben. Man kann jetzt natürlich nur unken, wie lange die durchhalten. Die werden wirklich im kleinen Maßstab kontrolliert. Man will da wirklich nichts anbrennen lassen. Und dann wird natürlich dann auch nicht sofort ein Deichbruch akut, sondern dann gibt es meistens erst einen Riss oder es läuft durch einzelne Mauselöcher, die sich dann ausspülen. Da kann man natürlich dann immer noch ein bisschen die Leute warnen. Und das möchte man dann auch möglichst kleinmaschig machen. Deswegen werden die sehr eng kontrolliert hier. In den Wettervorhersagen ist jetzt von Dauerregen, Regen und Sturmböen die Rede. Inwieweit erhöht das die Gefahr und wann ist mit einer Entspannung zu rechnen? Das ist eine totale Gefahr, weil natürlich das Wasser dann nicht nur von Flussseite kommt, sondern die Deiche von allen Seiten aufgeweicht werden. Und das macht das dann wirklich noch ein bisschen problematischer. Und die zweite Sache ist die starken Sturmböen. Wir sehen das auch tatsächlich hier bei uns um uns herum. Das lässt die großen Bäume unglaublich wanken, weil die in diesem weichen Grund kaum noch Halt finden. Da, wo ich wohne, in der Nähe von Bad Zwischenahn, da fallen jeden Tag neue große Bäume um. Und das verschärft die Situation natürlich auch. Das gefährdet dann teilweise auch die Einsatzkräfte. Deswegen wurden hier in der Nähe von dem Punkt, wo wir jetzt stehen, zum Beispiel auch auf einen Schlag 80 Bäume am Deich gefällt, damit die dann nicht große Löcher in die Deiche reinreißen, wenn sie umkippen. Also das kann dann sozusagen indirekt wieder Probleme machen. Aber auch da versuchen die Behörden natürlich mit Hochdruck davor zu sein. Aber solche Sturmböen, die wir jetzt gerade an der Nordseeküste haben, da wurde mit teilweise bis zu 10 Windstärken gerechnet in Böen. Das macht natürlich dann diese Baumsituation noch mal gefährlicher.
Irgendwann wird das Wasser ja wieder zurückgehen. Ist denn überhaupt schon ansatzweise absehbar, welche Schäden entstanden sind? Das kann man nur vermuten. Also wir kennen es aus den Gebieten jetzt zum Beispiel Lilienthal oder Verden, wo das Wasser erstmal wieder zurückgegangen ist. Da war ich gestern, habe mich da mit Familien unterhalten, die jetzt wieder in ihre Häuser rein können. Da wird jetzt Bestandsaufnahme gemacht. Das sind dann teilweise Leute, die haben große Kredite laufen für ihre Häuser. Die haben aber keine Elementarschadenversicherung bekommen, weil sie zu nah am Fluss gekauft haben, ihr Haus. Die müssen jetzt gucken, wie sie ihre Häuser wieder sanieren. Die rechnen dann mit 100, 200.000 Euro Kosten, die da entstehen können. Da laufen dann Expertenteams vom THW teilweise schon durch die Wohngebiete und gucken, ob es akute Gefahren gibt, ob Keller gefährdet sind, ob Gasleitungen, Stromleitungen noch funktionieren, ob die gesperrt sind. Da wird erstmal geguckt, akut die Gefahrenprävention aufrechtzuerhalten, weil ja die Deiche da auch immer noch brechen könnten. Die sind ja durchweicht, da sinken ja nur die Pegel. Also das wird sich erst jetzt wirklich in den nächsten Wochen einstellen. Die Leute, die ich gesprochen habe, waren natürlich teilweise wirklich sauer, weil sie sagten, musste das jetzt wirklich sein, dass ich hier vielleicht auf diesen Kosten sitzen bleibe? Hat man irgendwie nichts gelernt aus den Katastrophen, die wir die letzten Jahre hatten? Warum konnte man das nicht verhindern? Also die Leute haben natürlich jetzt Existenzängste zum Teil, aber diese Bestandsaufnahme wird jetzt erst in den nächsten Wochen folgen. Informationen von Sebastian Duden in Oldenburg. Vielen Dank dafür.